Hallo ihr Lieben, ja, ganz herzlich willkommen zu einem ganz neuen, ja, mein Hund möchte mal wieder mit aufs Video, guck mal da, musst du in die Kamera schauen, zu einem neuen Aufgebraucht-Video meiner Hand, so, gehst du runter? Runter. Ja, meiner Handmade, so, jetzt ist Schluss, Handmade-Wachs-Melts und da wollte ich euch wieder zeigen, was ich aufgebraucht habe. Und das ist wirklich eine Menge dieses Mal gewesen. Also, wie ihr auf dem Foto sehen konntet, ist diese Box so gefüllt gewesen, dass ich die gar nicht mehr zubekommen habe. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich hatte Urlaub 2 Wochen und von der ist echt viel leer geworden. Das ist jetzt Monat Juni, Juli, beziehungsweise noch ein Ticken in den August rein. Ich glaube, heute ist der 6.8. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich fange wieder an mit den USA und wo ich nicht so wirklich, ja, alles so ein bisschen gemischt, wie gesagt, USA, Wachse. Und zwar habe ich einmal von Sassy Girl Aroma Blackberry Lemon Pie. Ist vom 3.2016 gewesen. War ein schön intensiver Duft. Der Duft war okay, weil ich bin ja, ja, Blackberry Lemon, also Blackberry mag ich eigentlich ganz gerne, aber Lemon ist immer unterschiedlich, wie es ja gerade so meine Stimmung ist. Und von der war der okay, würde ich mir jetzt nicht nachbestellen. Dann hatte ich Pistachio Pudding Salat von Country Lane Keepsakes. Das war ein sehr, sehr schöner Duft, weil der nicht so foodie war. Das ist wirklich ein Pistazienduft, der sehr frisch war, der mir gut gefallen hat. Leider habe ich ihn in die E-Lampe gegeben und habe leider nichts gerochen. Das war sehr schade. Ich habe auch gleich das ganze Teil reingepackt. Man sieht auch so den Umriss hier, wie groß das war. Und ich habe gedacht, ach, haust du gleich alles rein. Hätte ich mal lassen sollen, weil dann hätte ich vielleicht noch was für die Teelichtlampe gehabt. Und ja, war sehr schade, weil es kalt ein schöner Duft war. Dann habe ich Cross Creek Country Candles Cinnamon Roll gehabt. Das hatte ich in dem lieben Paket von Katharina drinne gehabt. Der war sehr, sehr intensiv und den Duft fand ich auch ganz gut. Zimt ist ja immer so ein bisschen, ja, mal geht's gar nicht. Und die sind immer sehr, sehr intensiv, dass man die irgendwie nochmal ein bisschen abschwächen müsste, theoretisch. Ich denke mal, Zimt ist jetzt erstmal vorbei. Ich denke mal, das kommt erst so im Oktober wieder. Nur das waren, glaube ich, habe ich das an einem Tag drin gehabt, wo es sehr kalt war. Und wir haben ja auch keinen richtigen Sommer bis jetzt gehabt, außer im Mai, so 2 Wochen, 2 in den Juni rein. Und ja, von daher war der, glaube ich, an einem sehr kalten Tag mal drin. Dann habe ich Grosse Creek Country Candles Pink Sugar Rush. Auch von meiner lieben Katharina. Das war ein ganz, ganz toller Pink Sugar Duft. Der war sehr, sehr süßlich und den habe ich in einem Airwick Burner gehabt und da habe ich ihn auch wirklich gut wahrgenommen. Also der hat das ganze Schlafzimmer bei mir beduftet und ja, war sehr schön. Dann habe ich von Frontport, oh Gott, die Tüte sieht auch eklig aus und der Zettel darin auch, Cherry Marshmallow. Weiß ich gar nicht, ob ihr das überhaupt noch erkennen könnt. Ja, der war auch schon ein bisschen älter, von 2015, da habe ich leider nichts mehr wahrgenommen und den habe ich dann auch ganz schnell aus der Lampe rausgenommen. Dann habe ich eine Duftprobe Vanilla Soft Eis gehabt. Keine Ahnung, was das für ein Hersteller war. Sah mir nach Sojawachs aus und nach so kleinen Pralinen. Da habe ich auch 2 Stück, glaube ich, direkt reingemacht. Ich habe nichts wahrgenommen. Leider nicht. Ist aber auch keine PP-Tüte, ne? Also das ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es her ist und von der kann ich da nichts drüber sagen. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Da hatte ich nur eine Sache und zwar mit Tasty Scents. Da hatte ich einmal Angel Rings. Das hatte ich von der lieben Sarah P., glaube ich, damals im Paket gehabt. Es war ein wirklich, wirklich schöner Duft, wirklich angelehnt an den Yankee Candle Duft, aber war leider nicht so intensiv. Also ich hatte nur so ein kleines Stück da drin und das hatte leider den Raum und ich hatte das im Badezimmer drin leider nicht so gut beduften können. Also der hätte ruhig intensiver sein können. So, dann mache ich weiter mit Happy Melts. Da habe ich drin gehabt Teddy Bear Hugs. Das ist ein, den hatte ich auch mal privat. Genau, von lieben Kim habe ich den, glaube ich, von den, wo ich das kleine Probepaket mal gekauft hatte.
Und das ist der beste Duft, den ich von Happy Melts bis jetzt hatte. Es ist ein ganz, ganz toller Duft, der perfekt ins Schlafzimmer reinpasst, der sehr behutsam ist, der so umarmt. Man fühlt sich wirklich umarmt von wie so einem Teddybär, einfach einlullend und mulmig. Und wenn man einfach ins Bett geht und ja, ganz, ganz toller Duft, hat mir super gefallen. Leider fand ich den nicht so intensiv. Also, ich hätte ihn gerne noch einen Tick intensiver gehabt und ich habe den nämlich schon mal verdüftet und da war er intensiver. Also, der hätte ruhig noch intensiver sein können. Aber ein ganz, ganz toller Duft und auf jeden Fall auch ein Tipp für mich. Also, finde ich super, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich zwei Sachen von Blue Moon verdüftet. Einmal Amaretto Sour. Der war auch schon ein Ticken älter, auch aus 2015. Ja, der Duft war jetzt okay. Das war halt so ein schon alkoholischer Duft, der so eher sehr sauer war, sehr in dieses spritzige Zitronige reingeht. Und er war okay und Intensität war auch okay dafür, dass er von 2015 war. Ich habe den ganzen Cup reingemacht und würde ich mir jetzt aber nicht nachbestellen. Dann hatte ich drin Mango Sorbet Marzipan. Das war aus dem Adventskalender 2016. Der war leider nicht so intensiv. Da hatte ich, glaube ich, so ein, seht ihr hier auch an der Umrandung, so ein kleines Stückchen drin von diesem Pralinen. Und man hat leider die Grundnote von Blue Moon, dieses, ja, wir alle beschreiben das immer als kuchig, ja, hat man sehr, sehr stark rausgerochen. Das hat mich ehrlich gesagt sehr gestört. Deswegen habe ich den auch nicht lange in der Duftlampe drin gehabt. Dann habe ich noch drei Sachen von Bears Wax Bakery und danach die Firma, da habe ich ordentlich was verdüftet. Also von Bears Wax Bakery habe ich gehabt Bubblegum Eiscreme. Das ist aus dem letzten Jahr, aus dem Sommer Restock gewesen. Ja, ein toller, toller Duft. Da hatte ich so eine kleine Blume drin. Was heißt klein? Die war schon groß. Die habe ich sogar geteilt, weil der so intensiv war und ich mir schon dachte, weil Bubblegum-Düfte ja eigentlich meistens sehr intensiv sind. Und den fand ich mega hammergut. Ich bin ja Eiscreme-Düfte auch nicht so der Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber der hat mir unheimlich gut gefallen. Würde ich mir definitiv nochmal nachbestellen. Super Duft. Und dann habe ich noch Frozen Margarita Eiscreme drin gehabt. Der war aus der gleichen Serie von letzten Duft. Das war auch ein wirklich, wirklich schöner Duft. Ich habe ihn leider in der elektrischen Lampe nicht wahrgenommen. Gar nicht. Ich hatte auch eine halbe Blüte reingemacht. Ja, war sehr schön. Schade, weil es ein schöner Duft war, aber ich habe ihn leider nicht wahrgenommen. Von daher würde ich ihn mir vielleicht nochmal bestellen zum Testen in der Teelichtduftlampe. Aber mal schauen. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Iceflower. Da hatte ich drinne Nivea Creme. Das habe ich mir mal aus dem Tauschpaket rausgenommen und das ist einfach ein wunderschöner Duft. Wirklich wie diese blaue Creme und es ist wirklich ein sehr intensiver Duft. Also den hatte ich auch zwei Teelichter in der Lampe drin und der war wirklich gut. Ich muss sagen, Sevis Düfte sind wirklich intensiv. Also da muss ich sagen, wirklich, die sind echt meistens sehr, sehr intensiv, ne? Hat mir gut gefallen. Würde ich mir auf jeden Fall nachbestellen. Dann hatte ich drin Icy Summer Splash bei Pamela. Das war mal ein Goodie von 2015. Und das war ein wirklich schöner, spritziger, toller Duft. Also der war schön spritzig und war sehr schön und super intensiv. Und ich meine, der ist auch 2 Jahre alt, aber super intensiv. Würde ich auch nochmal verdüften. Dann hatte ich einen Test mit drin, Strawberry Daiquiri. Den hatte ich jetzt im Mai 2017 drin. Ja, war ein künstlicher Erdbeerduft. War jetzt okay, hat mich allerdings nicht umgehauen. War auch nicht super intensiv. Also da gibt es auf jeden Fall, die anderen Kandidaten waren definitiv intensiver. Ja, würde ich mir jetzt nicht bestellen. Dann habe ich aufgebraucht Fruchtnektar. Auch aus 2015, das habe ich damals privat gekauft. Und ich weiß nicht warum, ich habe den sehr parfümig wahrgenommen. Also wenn ich jetzt so drin rieche, rieche ich wirklich Frucht. Und auch spritzig, aber warm war der sehr parfümig. Ich weiß nicht, warum ich das rausgerochen habe.
Der war super intensiv. Obwohl der von 2015 war, war da nur noch ein Viertel von dem Sandshot drin. Also der war schon voll, das Sandshot. Das war kein Goodie. Es war schon ein normal gefüllter. Aber ich habe ein Viertel genommen und der war richtig intensiv. Er hat ein Teelicht lang komplett die ganze Küche geflutet. Das war wirklich Hammer. Und das hat mir irgendwie ja, so zu denken gegeben und habe gedacht, wie kann das angehen, dass ein 2 Jahre alter Duft oder alle, die ich hier so hatte von Silvi, echt richtig intensiv sind. Also wirklich klasse. Gefällt mir richtig gut, wenn die so intensiv nach so einer langen Zeit noch sind. Ja, fand ich ganz nett den Duft. Würde ich mir jetzt wahrscheinlich so nicht bestellen nochmal, aber fand ich ganz nett. So, dann kommen wir zu meinem absolut favorite Duft von Silvi, den ich jetzt halt gerade noch in der Duftlampe habe. Und zwar ist der aus der Havanna Box. Nee, Hardrock Coffee Box, ne? Oh Gott, aus der letzten Box. Könnt gerne in meinen Videos mal nachschauen. Da habe ich auch den Ice Flower Restock drin. Und zwar ist das Smoke on the Water. Und ich bin so hin und weg von diesem Duft. Liebe Silvi, ich brauche mehr davon. Definitiv. Ich würde mich so freuen, wenn es den nochmal geben würde. Der war genau in dieser Box drin und ich lese euch nochmal vor, was die Inhaltsbeschreibung ist, weil ich bin ja mittlerweile so, dass ich mir das immer aufschreibe. Und zwar frisches Meerwasser mit Seegras, Treibhölzern, Wasserlilien und Lavendel, begleitet von Vanilleakzenten. Der ist so toll, der dreht gerade im Bad das sage und schreibe dritte Teelicht. Er ist immer noch so intensiv wie am Anfang. Er ist ganz, ganz toll. Er brauchte so ein bisschen, also 2 Stunden brauchte er schon, bis er so in die Gänge kam. Also am Anfang dachte ich, ja, ich rieche gar nichts. Und dann, er war so eine Duftbombe. Und wie gesagt, es ist das dritte Teelicht. Und ich glaube, dann nehme ich ihn immer noch nicht raus, weil er ist so schön. Er ist so samtig, so, er riecht wirklich nach Meer. Und durch diese Vanille-Akzente ist sehr, sehr abgerundet und einfach stimmig. Der Duft ist einfach toll. Und man fühlt sich wie als... Ich stelle mir vor, dass ich irgendwie auf den Malediven bin und da in so einem Spa bin und irgendwie aufs Meer raufgucken kann. Und es ist ein Hammer Duft und ich bin wirklich begeistert. Und der halt, also der hält so lange. Und ich mag ihn gar nicht rausnehmen, weil ich den ganzen Becher reingehauen habe. Weil ich einfach dachte, komm, rein damit, du hast so viel. Und ich bin wirklich traurig. Also liebe Silvi, Smoke on the Water, bitte, bitte nochmal bringen. Ich würde auch eine ganze Tüte abnehmen. So, dann kommen wir zu Beautiful... Beautiful Fragrances. Da habe ich drin gehabt Pure Elegance. Der war auch aus 2015. Das war ein parfümiger Duft. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was das für ein Tube sein soll. Vielleicht kann das einer von euch sagen, ob also was für ein Parfüm von wem Pure Elegance ist oder was es für ein Dupe ist. Den fand ich richtig gut und den würde ich mir durchaus auch nochmal bestellen. Also fand ich klasse, den Duft. Der war auch noch sehr intensiv für 2015. Dann habe ich drin gehabt Blue Hawaiian. Das war auch vom 6.2015, also wirklich auch schon 2 Jahre alt. Und habe so ein bisschen... Ich habe auch so ein bisschen Blue Hawaiian jetzt für mich entdeckt. Der war wirklich schön und auch schön intensiv und halt jetzt auch super für den Sommer, ne? Also, wieso funktioniert der Fokus nicht jetzt? Also toller Duft würde ich mir auch nochmal bestellen. Dann hatte ich drin Iced Lemon Cookie. Das ist noch ein ganz altes Label, das kann man auch kaum erkennen. Ja, da habe ich nicht mehr viel gerochen. Ich glaube, das ist auch keine PP-Tüte. Und das hatte ich in so einem Tauschpaket mir mal rausgenommen. Aber ja, da habe ich leider nichts mehr gerochen. Dann habe ich Cherry Slush aufgebraucht, ein Clamshell. Das hatte ich mal in einem Paket, was ich bei eBay ersteigert hatte, drin. Und der Duft war okay. Das war ein Kirschduft, der aber irgendwie nicht so meins war. Also es war, wenn man jetzt so dran riecht, ein sehr wässriger Kirschduft. Also nicht so dieses so ein Black Cherry oder so, sondern wirklich ein wässriger. Durch das Slush natürlich. Was ja halt ein Slush-Eis auch mit sich bringt. Aber den Duft fand ich jetzt nicht so okay. Die Intensität war auch okay, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also den würde ich jetzt nicht nochmal bestellen. Dann habe ich noch Black Coconut aufgebraucht.
Und der ist auch schon 2 Jahre alt. Das war einer meiner ersten Düfte, den ich bei Joyce damals bestellt habe. Und ja, Black Coconut mag ich sehr, sehr gerne. Vor allem von Joyce und auch von der lieben Doris. Das sind die beiden, wo ich Black Coconut einfach liebe. Und der war wirklich schön und ja, sehr intensiv. Also würde ich definitiv auch nochmal bestellen. Dann hatte ich, und man kann es wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr lesen, weil ich da schön auch noch hinten meine Notizen draufgeschrieben habe. Und zwar Snow Angel. Ich zeige euch die Tüte nicht, weil ihr seht nichts. Okay, ich zeige sie euch, aber ihr seht gar nichts, ist Blödsinn. Das war auch im Adventskalender, und zwar 2015 drin. Das war ein schöner, pudriger, leichter Duft, der auch gut so ins Badezimmer, wenn man baden geht, gepasst hätte oder auch ins Schlafzimmer. Aber leider habe ich nicht mehr viel gerochen. Aber wie gesagt, das liegt vielleicht daran, dass er einfach schon älter ist. So, dann kommen wir schon zur vorletzten Firma, und zwar ist das Sweet Mamselle. Da habe ich einmal Mandarin und Cherries aufgebraucht. Der war auch noch von 2015. Und den fand ich super. War ein toller Duft, das war eine super Mischung, hat mir gut gefallen. Vor allem, es war sehr fruchtig und spritzig. Und durch die Kirsche und diese Mandarinen, ich bin ja sonst nicht so Mandarinen-Fan, aber das hat super gepasst und ja, war eine schöne Mischung, hat mir gut gefallen. Dann habe ich Watermelon Lemonade aufgebraucht, ein Clamshell, auch noch von 2015. Ja, also ich fand den, das war ein schöner spritziger Duft. Ja, perfekt halt jetzt für den Sommer, so dieses Lemonade, ne? Und für sein Alter noch intensiver, habe ich aufgeschrieben. Und ich muss allerdings sagen, dass ich mich zurzeit so mit Wassermelone und vor allem mit Wassermelone und Limette etwas übergerochen habe. Also ich hatte viele Düfte, die halt mit Limette waren. Und von daher bin ich im Moment so, gerade was dieses, genau diese Mischung Watermelon Lemonade angeht, ein bisschen habe ich mich überrochen und mache jetzt erstmal eine kleine Pause auf jeden Fall von der Limone. Dann hatte ich drin auch schon älter Purple Clouds. Ja, habe ich auch nicht mehr viel gerochen. Das war auch von 2015. Das wäre irgendwie so ein kuchiger, putriger, parfümiger Duft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal, was das wäre für ein Duft war. Ich kann euch da nicht mehr viel zu sagen. Habe ich auf jeden Fall nichts mehr gerochen. Dann habe ich Sweet Mamselle Strawberry Patch. Das war auch von meiner lieben Katharina. Das hatte ich zu Weihnachten von ihr bekommen. Das war ein toller Erdbeerduft. Der hat mir gut gefallen. Der war künstlich, aber nicht zu künstlich. War schön intensiv. Hat mir gut gefallen. So, Baby Patch. Dann habe ich einen Goodie gehabt. Das hatte ich bei Janine im Paket gehabt. Und zwar Garden Party. Da habe ich am Anfang gedacht, oh, das könnte genau dein Duft sein, weil das war so ein blumiger Duft und ja, wirklich wie so eine Gartenparty, wo ganz viele Blumen um einen rum sind. Aber der war echt zu intensiv. Also, dass das mal vorkommt, ist wirklich selten. Der war mir einfach zu intensiv. Er war zu blumig für mich. Von daher habe ich ihn auch nach einer kurzen Zeit schon ausgemacht, weil das habe ich leider nicht ertragen. Aber spricht ja an sich für den Duft, dass er eben einfach sehr intensiv ist und für die, die es gerne mögen, ja, warum nicht? Dann habe ich noch ein Goodie aufgebraucht, Sugared Melons. Das war noch von 2016 aus der Valentins-Edition. Ja, war ein schöner Duft. Der war so wirklich gezuckerte Melonen. Also das hat wirklich sehr schön nach Melone einfach gerochen und wirklich noch so dieses gezuckerte, was man so drüber hat. Da riecht man jetzt auch noch gut was raus. Aber das war wirklich so ein richtiger, also ich sag gleich, ich war, das war wirklich so groß. Und das habe ich geteilt und man hat wirklich nicht viel wahrgenommen, leider. Also es war ein sehr, sehr schwacher Duft. Und von der leider hat man da nicht viel wahrnehmen können, leider. Aber sonst ein schöner Duft. Dann hatte ich Sun and Sand. Auch von 2015, da habe ich leider auch gar nichts mehr gerochen. Also da hat man wirklich nichts gerochen. Also da kann ich euch auch nicht mehr sagen, dass wahrscheinlich ein Duft nach Meeresbrise, was weiß ich, Cocktail, ich weiß es nicht, Sun and Sand. Ja, kann ich euch nichts mehr drüber sagen. Dann hatte ich Coconut Lime, auch noch ein älterer Duft, der ist sogar tatsächlich von 2014.
Den habe ich mal irgendwo in einem Paket gehabt. Habe ich leider auch nichts mehr gerochen. Aber das ist, wie gesagt, wirklich ja, dafür, dass es einfach schon zu alt ist. So, und dann machen wir mit der letzten Firma, ja, geht es jetzt los. Und zwar Doris. Von Doris, genau. Also duftende Wohlfühlmomente. Da hatte ich einmal Cantaloupe und Cucumber Splash. Das war eine Custom Order. Das hatte ich aber allerdings in so einem Tauschpaket drin, wo ich mir das mal rausgenommen habe zum Testen. Das war wirklich ein schöner Duft, ja, aus Melone und Gurke, aber war auch leider nicht mehr so intensiv. Ich weiß aber auch nicht, von wann der jetzt war. Dann habe ich Tangerine und Fresh Orange aufgebraucht. Habe ich mir auch aus so einem Paket rausgenommen. Und Tangerine habe ich jetzt gemerkt, ist gar nicht mein Duft. Und auch Fresh Orange ist auch nicht mein Duft. Also das sind beides Düfte. Ich kann dieses Orangige, das hatte ich euch ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, einfach nicht ertragen. Er war aber sehr intensiv, also für die, die das mögen, super, aber beide Düfte leider überhaupt nicht meins. Dann habe ich Birneneiscreme aufgebraucht von Doris. Den habe ich leicht parfümig wahrgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Den fand ich aber ganz schön. Und ja, würde ich auch nochmal verdüften. Dann habe ich aufgebraucht Starbucks Coffee, Vanilla Bean und Hazelnut. Ein Goodie, was ich jetzt gerade erst dabei hatte im Mai. Das war ein ganz, ganz toller Duft. Der Haselnuss kam gut raus und auch der Kaffee war wirklich toll. Es war eine tolle Kombi und die würde ich mir auch tatsächlich so nochmal eintragen. Also fand ich super. Dann habe ich einfach nur Serendipity gehabt. Ganz Standard, solomäßiger Duft. Das habe ich mir, glaube ich, irgendwo mal rausgenommen. Ja, ich fand den Solo okay, aber ich muss sagen, dass ich ihn zum Blenden um einiges besser fand oder finde. Dann hatte ich schwarze Johannisbeere und Lakritz drinne. Ist auch schon etwas älter, da habe ich auch leider nichts mehr wirklich gerochen. Der ist, glaube ich, auch von 2015. Also da kann ich nichts über den Duft sagen. Dann hatte ich Get Off My Lawn drinne. Das war auch ein Goodie, was ich jetzt gerade erst hatte und zwar im Mai. Ja, das war auch ein toller grüner Duft, der so wirklich ein grüner Duft, also wenn man es so beschreiben müsste, einfach wirklich grün. Ist auch nicht allzu intensiv, also hätte für meinen Geschmack noch etwas intensiver sein können, aber es riecht wirklich wie so eine grüne Wiese. Und ja, hat mir auch gut gefallen. Da habe ich auch noch, glaube ich, zwei Backups von und von der hat, da freue ich mich, dass ich da noch was habe. Dann habe ich Lemon Cheesecake. Da seht ihr auch, das hatte ich mal in einem Tauschpaket drin. Ja, das war auch ein schöner Duft halt nach Käsekuchen. War aber auch nicht mehr so intensiv. Kann natürlich auch in diesem Tütchen liegen, was ja auch kein PP-Tütchen ist. Und ja, von der hat okay. Dann hatte ich Bubblegum, Pink Sugar und Spearmint von Doris drin. Der war auch schon sehr, sehr alt. Das seht ihr an dem Logo, was schon total vergilbt ist. Habe ich leider auch nichts mehr wahrgenommen. Habe ich dann auch gleich wieder rausgenommen aus der Duftlampe. Dann hatte ich aus dem Adventskalender 2016 habe ich Warm Orange drin gehabt. Ja, war ein schöner, intensiver Duft. Ja, würde ich mir so, glaube ich, jetzt noch mal, nicht nochmal bestellen, aber war ein schöner Duft. Dann hatte ich drin Grapefruit Eiscreme. Das war auch ein Goodie, was jetzt gerade erst, was ich gerade drin hatte. Warm war der leider nicht so schön wie kalt. Ich hatte letztes Mal schon mal ein Goodie davon und das hat mir um einiges besser gefallen. Es hatte eine ganz komische Unternote. Ich weiß nicht, was das war. Also ja, das fand ich nicht so schön. Ich weiß nicht, woran das lag. Dann hatte ich Honeywash drinne. Das hatte ich leider auch in einem E-Burner gehabt, also in meinem Glade. Und da habe ich leider auch überhaupt nichts wahrgenommen. Es war sonst wirklich ein schöner Duft und ich habe das ganze Mäuschen reingemacht, was ich eigentlich sonst ja auch nicht mache, weil ich das immer so verschwenderisch finde. Aber ja, da habe ich leider nicht viel wahrgenommen. Sehr schade, war sonst ein schöner Duft. Dann habe ich Delicious Honey. Auch aus dem Adventskalender 2016 aufgebraucht. Das hatte ich allerdings bei Janine im Paket gehabt. Und ja, das war ein schöner Honigduft, der noch so pudrig war. Und ja, der hat mir super gefallen. Also,
Ja, fand ich super. Den würde ich auf jeden Fall auch nochmal verdünnen. Da habe ich auch noch, glaube ich, ein Backup von. Und ja, den fand ich schön. Der war auch wirklich intensiv. Also der hat auch zwei Teelichter komplett im Wohnzimmer durchgehalten. Und ja, mein Wohnzimmer ist ja schon der größte Raum und das war schon echt schön. Dann hatte ich Blue Cotton Candy und Cake Batter Ice Cream. Hatte ich auch im letzten Restock als Goodie drin. Es war ein schöner Duft. Hätte noch ein Tickchen intensiver sein können. Würde ich mir aber definitiv nochmal bestellen, auch die Kombi. Also, das hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen. So, dann habe ich Moonlight Path Type drin gehabt. Auch den hatte ich im letzten Restock als Bunny drin gehabt. Ja, war ein schön parfümiger Duft, hat mir gut gefallen. Ich kann immer nicht zu viel davon düften, weil ich leider manchmal Kopfschmerzen davon bekomme. Aber so ein bisschen mal zwischendurch geht das. Und da ist es auf jeden Fall ein schöner Duft. So, ihr Lieben, da war gerade mein Akku leider voll. Akku nicht leer, sondern der Speicher war voll. Es geht weiter mit Vintage Amber. Den hatte ich auch als Goodie drin und der hat mich echt überrascht. Also da habe ich am Anfang gedacht, ja, Vintage Amber ist okay. Aber der hat mich sehr, sehr überrascht. Der war im Badezimmer, den fand ich wirklich, wirklich schön. Also der hat mich ja wirklich echt überrascht und fand ich super. Also der hat mir gut gefallen. Und ja, den würde ich auch durchaus nochmal bestellen. Dann kommen wir zu den letzten vier Stück. Und es war wirklich eine Menge dieses Mal. Und zwar eine Custom Order Coconut Milk Lavender. Und ja, ist ein mega hammer toller Duft. Ich finde ihn super. Und er ist ausgewogen. Er ist toll. Ich bin echt begeistert. Er ist für Schlafzimmer super oder auch fürs Bad. Aber für Schlafzimmer finde ich ihn noch einen Ticken besser. Und den werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Und dann haben wir hier noch Vanilla Almond und Moroccan Nights. Auch eine Custom Order. Ja, den Duft fand ich okay. Die Intensität war auch okay. Ich finde den Moroccan Oil Solo allerdings besser. Ich fand ihn zu abgeschwächt und durch dieses Vanilla Almond, ja, er war mir irgendwie nicht rund genug. Also ich fand den Solo einfach besser. So, dann hatte ich noch drin Salty Sea Air und Pink Sugar. Den hatte ich auch im Badezimmer angehabt und das war so ein kleiner Fisch, der war auch total süß. Und ja, ein ganz, ganz toller Duft fürs Bad. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Pink Sugar liebe ich, Salty Sea Air liebe ich. Von der hat eine Mega-Kombi und würde ich mir definitiv nochmal nachbestellen. Und dann kommen wir schon zum letzten und zwar Warm Vanilla Sugar und Cotton Candy. Ja, die Mischung war okay, aber es war auch nicht so intensiv und irgendwie hat es mich halt nicht so umgehauen. Also wenn Warm Vanilla Sugar eins sind, finde ich dann doch einfach besser und würde ich mir deswegen nicht nochmal nachbestellen. Ja, ihr Lieben, ich merke, mein Akku geht auch langsam zur Neige, deswegen bin ich sehr, sehr dunkel jetzt geworden. Aber ich habe, ja, ich drehe das jetzt einfach schnell ab und dann schneide ich das Video zusammen. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz sehr bei euch fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch einiges aufbrauchen können. Ich bin fleißig dabei. Ich bin wirklich stolz auf mich. Der Karton ist so voll und ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Und so geht's weiter. Ja, demnächst kommt jetzt noch ein Doris-Paket an, beziehungsweise es ist schon eingetroffen. Da gibt es auch natürlich noch ein Video drüber. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!